Herrn André Helay. Sind wir nicht alle Programmierungszeilen, liebe Freunde? Hochentwickelte, 100-mal getestete Programmierungszeilen, geschrieben im hochsprachigen Code ewiger Softwareleidenschaft, gejagt vom Geschäftsführer der Ewigkeit, vom Kohlbauer des Universums. Gefangen im Techno-Z unserer Glücks. Oder baut Walter Kohlbauer so viel Kohl an, wie sein Nachname vermuten lässt? Der wahre Computer ist im Kopf. Und ist er nicht im Kopf, so ist er bei AGS. Jetzt schreien wir, ich gehe erst, wenn ich zufrieden bin. Oder Sie, oder ist Dine, Mr. Frank Stronach, herzlich willkommen bei AGS. Der Kohlbauer, der Stauber, die Ebner, die Meier sind alles tolle Burschen, ne? Gut, die Ebner und die Meier sind Mädel, aber egal. Die sind alle nicht auf der Nudelsuppe dahergeschaut. Wem kann ich helfen? Wer kann mir helfen? Ist mir noch zu helfen? Ne? Das sind ganz wichtige Fragen. Vor allem die letzte Frage. Ganz oben am Top, eine Statue, 25 Meter hoch vom Kohlbauer. Ne? Getragen von der Ebner, vom Pichl und vom Regel. An die Borg borgen wir uns aus für die Omis am Nachmittag. Ne? Für die Kinder soll der Reinhard Fendrich auftreten mit Kinderliedern wie Leiche rieselt der Schnee. Und wenn der die Nase voll hat, haben wir immer noch Justin Bieber für die Kinderanimation. Ganz am Ende spielen wir noch das beliebte Spiel Fang den Geschäftsführer. Und der Kohlbauer läuft schon. Hier bei uns Herbert Schneckerl-Prohaska. Applaus, grüß dich Herbert, servus. Happy Birthday, Ole. Ich denke, bei 10 Jahren darf er das machen. Happy Birthday, ein positiver Aspekt, das lieben wirklich alle. Deswegen auch alle. Aber das ist vielleicht. Nennen wir den Fanclub AGS vor noch ein Tor. Ich denke, AGS, das ist ein toller Slogan. Die sagen, ist mir wurscht, es vor noch ein Tor. Und das ist oft leider falsch geschrieben, aber hier, meine Damen und Herren, sehen Sie, wie es richtig gehört. Mit natürlich noch eine andere Obduktion, das wäre der Sprechchor, der Slogan, auch hier habe ich was, Kohlbauer verbrennen. Und deswegen, glaube ich, haben die eine große Zukunft vor sich. Dazu muss man kein Prolet sein.